in Dreisat. Vier Morde beging er in den 60er Jahren an Jungen, die er auf Rummelplätzen ansprach. Klaus Jung, 8 Jahre alt. Peter Fuchs, 13. Ulrich Karlweiß, 11. Manfred Grassmann, 11. Er fühlte einen zwanghaften Trieb, den er nicht widerstehen konnte. Das ist ja nicht so, als ob man sagte, jetzt hast du gerade nichts zu tun, jetzt gehst du mal eben um die nächste Ecke und bringst mal einen Menschen. Man fühlt sich ja bedrängt. Ich würde es durchaus als Zwang bezeichnen. Also das Gefühl, du musst es tun. Er lockte die Kinder in eine Höhle, missbrauchte, quälte und tötete sie. Dann zerschnitt er sie so grausam, dass Einzelheiten darüber jahrzehntelang unter Verschluss blieben. Über 40 Gutachter hatten versucht, seine Persönlichkeit zu ergründen. Doch viele Rätsel blieben. Bis heute. Sein fünftes und letztes Opfer spricht er in der Wuppertaler Innenstadt an, im Juni 66, an einem heißen, gewittrigen Sommertag. Es ist der 15-jährige Hilfsarbeiter Peter Frese. Er überlebt als einziger. Über erst über das Wetter unterhalten und dann über Gott und die Welt, bis er mit der Geschichte ankam, er hätte einen Schatz gefunden, ob ich da nicht mitkommen wollte. Ich könnte mir auch 50 Mark verdienen. Die Fahrt geht von Wuppertal nach Langenberg. Dort soll der Schatz liegen, in einem alten Luftschutzstollen. Tatsächlich aber will Bartsch sein Opfer im Stollen ermorden. In der Hegerstraße endet die Fahrt. Bartsch und Frese gehen zur Höhle, die heute hinter einer Leitplanke verborgen liegt und fast vollständig zugemauert ist. Wo wir in die Höhle reingekommen sind, ja, fing er an, hier zu schubsen. Bis ich dann mal richtig einen vor die Glocke gekriegt habe und dann mit dem Kopf gegen den Felsen geflogen bin. Da war ich ja halb benommen, hatte mir die Hände und die Beine zusammengefesselt. Bartsch will sein Opfer möglichst lange quälen. Er lässt Frese allein und geht zum Abendessen nach Hause. Erst in der Nacht will er zurückkommen und den Jungen töten. Doch Frese hat Glück im Unglück. Ja, und dann, wie er weg war, hatte mir Gott sei Dank Streichhölzer und Kerze dagelassen. Wo ich mich befreit habe, ist mir die Kerze ausgegangen. Dann habe ich versucht, ihn mit den Streichhölzern wieder anzumachen, was mir auch geglückt ist. Und so konnte ich wenigstens die Schnur zwischen den Händen und den Füßen erstmal loskriegen und dann ab nach draußen. Frese läuft in Panik zu den Häusern gegenüber der Höhle und klingelt Sturm. Die Hausbewohner, die dann herausgekommen waren, hatten einen jungen Mann vorgefunden, der weitgehend entkleidet, mit auf dem Rücken gefesselten Händen vor ihnen stand, mit einer dünnen, sehr reißfesten Schnur, wie wir hinterher feststellten, gefesselt. Der Verletzungen aufwies, Schlagverletzungen, aber auch Brandverletzungen an den Beinen. Und man ist dann seitens der örtlichen Polizei in diesen Luftschutzstollen gewesen. So kamen wir ins Geschäft. Suchtrupps dringen in den Stollen ein. Nach einigen Metern schlägt ihnen starker Verwesungsgeruch entgegen. Sie stoßen auf nur notdürftig vergrabene Leichenteile.
und fand unter verrotteten Balken eine stark in Fäulnis übergegangene Leiche vor. Und bei der weiteren Suche da in der Höhle fand man einen abgetrennten Finger und man fand eine Stelle, die stark von Maden befallen war und wo starker Verwesungsgeruch auch festzustellen war. Und man vermutete von daher, zu Recht, wie sich im Nachhinein erwies, dass dort eine weitere Leiche vergraben sein könnte. Nicht nur eine, sondern drei weitere Leichen werden gefunden. Die Überreste der 8- bis 13-jährigen Jungen, die Bartsch auf den Rummelplätzen angesprochen hatte. Die Spur führt in die Langenberger Neubausiedlung Glaube und Tat, im Volksmund später Glaube und Tod genannt. Anwohner berichten der Polizei, dass schon vor 5 Jahren ein paar Nachbarkinder von einem 14-jährigen Jungen geschlagen und ausgezogen worden seien. Es sei der Adoptivsohn des Metzger-Ehepaares Bartsch gewesen, das sich Ende der 50er dieses Haus in der Finkenstraße 4 gebaut hatte. Die Bartschs hätten damals die Sache heruntergespielt und die Nachbarn mit Geld und Drohungen zum Stillschweigen gebracht. Die kleinbürgerliche Idylle sollte nicht gestört werden. Doch nun kommt die Polizei. Und Jürgen Bartsch, wie er auch nachher in den Gerichtsakten festgestellt wurde, ist praktisch aus dem Bett heraus verhaftet worden. Er hat sich, wie ich mich erinnere, widerstandslos festnehmen lassen und ist dann zunächst zur Langenberger Polizeistation gebracht worden. Die Verhaftung spricht sich schnell herum. Bartsch muss geschützt werden. Man fährt ihn heimlich zum Haftrichter nach Mettmann. Aber auch dort wird er schon von der Presse und aufgebrachten Bürgern erwartet. Die Stimmung seiner Zeit war verteufelt brisant. Es wurden unter anderem Rufe laut, ihn auszuliefern, ihn aufzuhängen. Also so typisch Volksseele kochte. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass aus der Bevölkerung von dieser Menschenansammlung vor dem Amtsgericht in Mettmann Steine gegen das Gericht geworfen wurden und dass dabei auch einige Fensterscheiben zu Bruch gingen. Jürgen Bartsch war an einen Polizeibeamten gefesselt und dieser betreffende Polizeibeamte äußerte: Was hältst du denn davon, wenn ich dich jetzt mal loslasse? Und ich sehe auch noch Jürgen Bartsch vor mir, wie er fast entsetzt diesen Kriminalbeamten ansah und sich sogar leicht an ihn drückte, so nach dem Motto: Um Gottes Willen, das wirst du doch wohl nicht tun. Im Wuppertaler Gefängnis erhält Bartsch Einzelhaft. Seine Zelle wird speziell gesichert, denn die Mitgefangenen drohen, den Kindesmörder umzulegen. Bartsch begeht einen Selbstmordversuch. Er dreht aus dem Gitterfenster seiner Zelle eine Schraube heraus und ritzt Entschuldigungen an die Eltern der Opfer in die Zellenwand. Dann versucht er, sich am Porzellan des Waschbeckens die Pulsadern aufzuschneiden. Vergeblich. Rund um die Uhr wird Bartsch vernommen. Von den Anklägern und Verteidigern. Von Neurologen und Psychiatern. Sie merken schnell, dass dieser 19-jährige junge Mann ein überdurchschnittlich intelligenter, geistesgewandter Täter ist, der sich detailliert zu seinen sexuellen Fantasien und bestialischen Verbrechen äußern kann. Die Gespräche werden auf Tonbändern mitgeschnitten. Sie geben Einblick in die Psyche eines Triebtäters. Wir hatten, und das hat man selten, einen ganz abnormen Triebtäter, der bereit war, das zu offenbaren, was er gedacht, gewollt, gefühlt hat. Das konnte man ja nicht beweisen. Das musste er von sich selbst erzählen, was er gewollt hatte, was er bei den Taten gewollt hatte und gefühlt hatte, wie es in ihm ausgesehen hatte. Dazu war er bereit und auch in der Lage. Und das machte ihn sicherlich einmalig. Und der Trieb wurde sich eben bemerkbar gemacht und mich eben sexuell erregt war oder was heute jeden Tag vorkam. Da habe ich dann eben gedacht, wie um Gottes Willen kannst du das weitermachen und wie kannst du es noch besser machen und wie kannst du das alles noch ausbauen und so weiter.
So ein Junge da war, wenn ich so einen gesehen habe, hat mir sofort so reagiert, dass ich, dass mir warm wurde, dass ich geschwitzt habe, Schweißausbruch hatte und weiche Knie hatte, ja, weiche Knie nicht, und dass das Herz eben ganz schnell schlug und dass ich manchmal regelrecht manchmal die Luft wegblieb. Sein Begehr wäre es gewesen, so hatte er ausgesagt, Kinder bei lebendigem Leibe zu zerschneiden und insbesondere die Bauchhöhle so zu öffnen, dass er von der Bauchhöhle nach Entfernung des Zwerchfells das lebende, noch lebende, müsste man genauer sagen, schlagende Herz seines Opfers noch sehen könnte. Er hatte sehr viel, fast noch kindlichen Charme. Er hatte dieses sogenannte Babyface, das einen Menschen natürlich sofort sympathisch macht, einen Menschen dieses Alters. Also er hatte durchaus eine angenehme Ausstrahlung. Niemand hat diesen höflichen und adretten jungen Mann für fähig gehalten, derart abscheuliche Morde zu begehen. Die Frage nach den Gründen kann zunächst niemand beantworten, auch Jürgen Bartsch nicht. Gutachter und Reporter suchen nach Anhaltspunkten in seiner Lebensgeschichte. Die Essener Universitätsklinik. Hier wird Jürgen Bartsch am 6. November 1946 als uneheliches Kind einer tuberkulosekranken Frau geboren. Seine Mutter will ihn nicht haben. Kurz nach der Geburt lässt sie ihn hier zurück. Er bleibt fast ein Jahr in der Obhut der Schwestern. Der Kleine wurde völlig normal geboren und da war weiter gar nichts, wurde sehr verwöhnt nachher. Dann ist er erstmal auf der Station geblieben. Und der war da am besten aufbewahrt, war ein völlig normaler Junge. Ein hübscher Junge, ein richtiger Wonneprop. Die Schwestern kümmern sich, so gut es eben geht, um das Kind. Aber sie müssen sich in der Betreuung abwechseln. Es fehlt an einer festen Bezugsperson. Er muss jeden Tag neu um ein Lächeln werben und ist eben von daher von vornherein entwurzelt. Er ist ein Mensch, der getrieben wird, der keine Chance zur Entwicklung hat. Und das nennt man Hospitalismus. Der Kleine ist unsicher und verängstigt. Sein Schicksal wird davon abhängen, ob er eine Mutter findet, die sich ihm verständnisvoll zuwendet. Und dann kam seine spätere Adoptivmutter in die Klinik zu einer Totaloperation des Unterleibes, nach der feststand, dass er keine eigenen Kinder mehr haben könnte. Und man hat dann diese im Grunde adoptierwillige Frau überredet, dieses Kind doch zu übernehmen. Und das hat sie getan, obwohl sie eigentlich gar keinen Jungen, sondern eher ein Mädchen haben wollte. Er wurde adoptiert von dem Ehepaar Bartsch, wo die Ehe schon völlig kaputt war. Das war ein Grund für die Adoption. Die hofften, wie das so häufig der Fall ist, dass die Adoption die Ehe wieder zusammenkitten könnte. Doch das gelingt nicht. Tag für Tag wird Jürgen Bartsch in den Familienkrach hineingezogen. Er erlebt Boshaftigkeit statt Herzlichkeit. Besonders die Mutter tut sich schwer. Sie behandelt ihn wie eine Puppe, kommt mit der Kleinkindpflege nicht zurecht. Etwas Wichtiges, an das ich mich erinnere, ist dieses, dass sie sich vor seinen Exkrementen ekelte. Dass sie sich also dieser Sauberkeitspflege nicht unterzog, sondern das irgendwelchen bezahlten Kräften überließ. Sie konnte sich also erst als Mutter mit seinem Körper anfreunden, als diese Phase vorüber war. Schon im Krankenhaus hatten die das Kind innerhalb 11 Monate, wie es so schön in Deutschland heißt, sauber. Er hatte natürlich einen Rückfall nach der Adoption und Frau Bartsch wusste nichts Besseres zu tun, als ihn zu verprügeln. Und ihre Lieblingswaffe war ein hölzerner Kleiderbügel. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, mindestens einmal hat sie erzählt, und als ich den ersten kaputt schlug, habe ich den zweiten geholt und habe das fortgesetzt. Da war das so, meine Mutter aus dem Geschäft gefegt kam, wie so ein Dragoner, wie so eine Walze da durch. Ich im Weg war, klatsch, 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 dass ich noch ein paar ins Gesicht gefegt bekommen habe.
Nicht wahr? Es konnte aber durchaus sein, im nächsten Moment, ja, also sagen wir mal eine Stunde später oder vielleicht ein paar Minuten später bloß, sie wieder rausgefegt haben, dann plötzlich, ganz plötzlich der liebe Junge war, den man auf den Arm nehmen musste und küssen musste, sich dann gewundert hat, dass ich mich gesträubt hatte, dass ich Angst hatte. Jürgen Bartsch steckt in einer Beziehungsfalle. Nie kann er sich auf die Stimmungswechsel seiner Adoptivmutter einstellen. Nie erfährt er Anerkennung oder Zuspruch, stattdessen Tadel und Prügel. Und ein extremer Zwang zur Sauberkeit. Bis zu seiner Verhaftung bestimmt die Mutter tagtäglich, was er anzuziehen hat. Und noch mit 19 wird er von ihr gewaschen und gebadet. Wie bei den Metzgersleuten Bartsch geht es Ende der 50er noch in vielen Familien zu. Nicht die Kinder stehen im Mittelpunkt, sondern das Geschäft und der gesellschaftliche Aufstieg. Die Söhne sollen Stammhalter und Kronprinzen sein. Kleine Erwachsene, mit denen man sonst nicht viel anzufangen weiß. Meine Eltern haben nicht ein einziges Mal mit mir gespielt, obwohl sie mich natürlich mit Spielsachen vollgestopft haben auf der anderen Seite. Ich habe meine Steiftier gehabt, ein eigenes Radio gehabt und sonst noch allerlei Spielzeug. Aber glauben Sie nicht, dass meine Eltern auch nur ein einziges Mal, ob das nur ein Feiertag war oder sonst irgendwann mal mit mir gespielt hätten. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie man einem Kind zum Beispiel ein Quartett oder ein Spielemagazin schenken kann, was doch auf mehrere Personen ausgerichtet, verstehen Sie? Was auf mehrere Personen ausgerichtet ist. Und damit dem Kind nicht ein einziges Mal spielt damit. Was ist das denn? Ist das Gedankenlosigkeit oder was ist das? Bis zu seinem 5. Lebensjahr wird Jürgen Bartsch von anderen Kindern völlig ferngehalten. Er darf nicht auf der Straße spielen, darf sich nicht schmutzig machen. Wechselnde Kindermädchen beaufsichtigen ihn. Er ist gehemmt und verschlossen. Als er mit 5 in den Kindergarten soll, stellt er sich dort stundenlang in die Ecke und schweigt. Ich wollte es wirklich nicht glauben, aber es stimmt. Er hatte keinen einzigen Kontakt zu einem anderen Kind, bis er alt genug für den Kindergarten war. Er war effektiv, als er zum ersten Kindergarten gehen sollte, war er psychisch erledigt für alle Zeiten. Mit 6 kommt Bartsch in die Volksschule. Dort wird er zum Prügelknaben. Er ist der Kleinste in der Klasse, kann vor Angst im Unterricht nicht singen. Er findet keine Freunde. Ich weiß auch noch, dass er, um sich vor den Übergriffen der anderen und den Hänseleien der anderen zu schützen, eine Art bezahlten Gorilla engagierte, also einen Leibwächter, der ihn begleitete und ihn vor irgendwelchen Rempeleien und so weiter bewachte. In der Schule habe ich mich schlagen und quälen lassen, in meiner Fantasie auf dem Nachhauseweg und so. Ja, auf dem Nachhauseweg habe ich mir da ausgemalt, wie es alles wäre, wenn ich groß und stark wäre. Und wenn ich dann käme und sagen würde, hier, wer will was? Und wenn dann der was wollte, dann ein paar vor die Mappe kriegen würde, und so habe ich mir alles ausgemalt. Furchtbar Wut gemacht. Hatte ich an sich jeden Tag, nicht? Verzweiflung, nicht? Wut und Verzweiflung. Wut der Verzweiflung vielleicht. Mit 12 schicken ihn die Eltern nach Marienhausen in ein katholisches Knabeninternat. Die Mutter kann sich nicht mehr um ihn kümmern, denn ein zweiter Metzgerladen wird eröffnet. Das Internat, in das er kommt, gilt als die strengste Anstalt weit und breit. Die Eltern wollen das so. Der Junge soll Zucht und Ordnung lernen und während der Pubertät nicht auf dumme Gedanken kommen. Für Jürgen Bartsch wird Marienhausen zur Hölle. Und zum Wendepunkt in seinem Leben. Morgens, was gegen 6 Uhr, wurden wir geweckt. Dann ging es, ohne ein Wort zu reden, in die Kirche, zur Kapelle. Dann kam Frühstück und dann kam Schule. Und erst danach oder in der Schule durfte erst angefangen werden zu sprechen. Das war so der Tagesablauf. Nach dem Mittagessen ging die Schule weiter in Form von Schularbeiten. Und zwischendurch unter Garantie wieder ein Kirchenbesuch. Und dann gab es Abendessen, dann gab es eine Stunde oder eine halbe Stunde Freigang auf dem Hof, denn es war eigentlich ein Gefängnis, über das wir hier reden. Und dann war Feierabend. Das Disziplin war äußerst streng, krankhaft, antisexuell.
brutal mit echten Prügelorgien von den Patris, von einigen der Patris. Die Kinder wurden verprügelt mit einem Rohrstock und auch mit einem Gürtel, den sich dann der Pater Pütz und auch sein Assistent, der ebenfalls ein sehr großer, kräftiger Mann war, sich von der Hose gerissen haben, und dann haben sie damit auf die Kinder eingeschlagen. Der Pütz in der Klasse hat uns gewarnt, sollten uns nur nicht dazu hinreißen lassen, uns gegen das sechste Gebot zu vergehen, also keine Unkeuschheit treiben, nicht ob alleine oder mit anderen, nicht. Tag für Tag ist uns das eingepaukt worden, nicht. Obwohl wir natürlich gerade in dem Alter waren, 12, 13 Jahre, wo man eben mal anfängt zu wichsen, nicht wahr? Die üblichen Sprüche nicht in dem Zusammenhang. Also wer feuchte Hände hat, ist homosexuell, also der macht Sauereien, ja? Und wer solche Sauereien macht, der ist schon mal per se ein Verbrecher. Einige Mitschüler bezeugen später, dass manche Jungen nachts den Schlafsaal verließen und im Zimmer des Pater Pütz verschwanden. Auch Jürgen Bartsch hat dem Priester vorgeworfen, sich an ihm sexuell vergangen zu haben. Doch es fehlen letzte Beweise. Unbestritten aber sind die Quälereien und Gewaltorgien des Pater Pütz. Ich bin der festen Überzeugung, dass Pater Pütz die Auslösung für alle Taten bei Jürgen Bartsch war. Das ist einfach diese Aggressivität, mit der du jeden Tag konfrontiert wirst, die du so verinnerlichst, dass man eines Tages selbst so grausam wird, wie man dort jeden Tag erzogen wird und einfach gar nicht anders kann. Das mag nicht bei jedem Kind so zutreffen. Bei Jürgen Bartsch hat es getroffen. ...1961 kehrt Jürgen Bartsch nach Langenberg zurück. Er ist 14. Seine Gewaltfantasien, die sich seit der Pubertät entwickelten, steigern sich nun mehr und mehr. Er sucht in der Nachbarschaft nach kleinen Jungen, prügelt sie, zwingt sie, sich auszuziehen, und spielt an ihnen herum. Ans Töten denkt er erst, als er durch Zufall einen geeigneten Tatort entdeckt. Ich habe das von anderen Kindern erfahren, dass da so eine Höhle ist, und habe dann mich da richtig so verliebt in dieses Ding. War das so ein wenig so, wie soll ich sagen, ich habe das so ein wenig als mein Reich dann angesehen. Auf jeden Fall innerhalb von einem Jahr oder so habe ich zwei oder drei Jungs, glaube ich, oder innerhalb von anderthalb Jahren habe ich ein oder zwei Jungs wenigstens, vielleicht auch zwei oder drei, so reingelockt und habe sie ausgezogen mit Gewalt, ne. Und jetzt sie genau angeguckt, ne, und habe ein bisschen hin rumgespielt, ne, mehr nicht, ne. Habe ich nur sonst weiter nichts getan, habe sie dann wieder laufen lassen. Ne? Es wurde ja ruchbar, dass er Quälereien sexueller Art an einem Altersgenossen oder noch Jüngeren verübt hatte. Und das war bekannt und wurde mit Geld zugedeckt. Bartsch beginnt eine Metzgerlehre. Das Schneiden und Zerlegen von Fleisch wird Teil seiner sadistischen Tötungsfantasien. Die Techniken, die er hier lernt, wird er später bei seinen Taten anwenden. Das Metzgerhandwerk selbst jedoch macht ihm keinen Spaß. Er tut es den Eltern zuliebe. Ja, und dann ging er auch immer eine Zeit mit zum Schlachten. Und dann brauchte er auf einmal nicht mehr mit. Ich sag, warum nicht? Ach, sagt er, ich kann doch diese Lämmchen nicht schlachten, die gucken einen so treu an, da kann ich doch nicht einen vom Kopf hauen, sagt er noch so. Die kleinen Kälber da, ne, die da mitkamen und dann die Hand leckten vielleicht noch und so, ne, also das hat mir immer etwas zugesetzt, also da hab ich immer weggeguckt. Ich habe das nie gerne gesehen, wissen Sie, also ich bin in dieser Kälber-Schlachthalle, da bin ich lieber draußen gewesen als drin. Hab immer gemacht, dass ich rauskam, aber immer, wenn die schossen da, immer weggeguckt. Bartsch verliert zunehmend das Interesse an der normalen Welt. Seine sadistischen Fantasien beherrschen immer mehr sein Denken und Fühlen. Es war so, dass er natürlich in seiner Fantasie ständig diese Dinge wieder durchlebt, sich ausmalte, was er mit diesen Kindern alles anstellen könnte. Und dass er im Grunde jede freie Minute, die er hatte, nutzte, um irgendwo nach Kindern zu suchen, die er dorthin bringen konnte. Im März 62 greift sich Bartsch, er ist gerade 15, auf der Kirmes in Essen den 8-jährigen Klaus Jung, steigt mit ihm in den Bus und fährt mit ihm zur Höhle.
Dort erschlägt er den Jungen mit dem Kolben einer Gaspistole und vergeht sich an ihm. Der erste Mord war für ihn ein echter Schock, dass er zu so etwas überhaupt fähig war. Es gibt gar keinen Zweifel. Er wollte sich von diesem Trieb befreien, hatte aber keine Ahnung, keine praktische Ahnung, wie er das machen könnte. Bartsch irrt durch die Stadt. Er ist verzweifelt. Als seine Schuldgefühle nicht nachlassen, sucht er einen Priester auf und beichtet die Tat. Und der Priester hat sich dann nachher auf sein Beichtgeheimnis berufen. Wie er damit bis heute leben kann, das hätte er in irgendeiner Weise, und es lassen sich auch in diesem Rahmen, priesterlicher Pflichten, Lücken finden oder Möglichkeiten finden, der Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft oder einem Anwalt oder wem auch immer oder meinetwegen dem Bischof einen Wink zu geben. Das hat er nicht gemacht. Ja, damit muss der Mann bis heute leben. Hätte er damals, und das ist für mich auch ein Stück Doppelmoral, hätte er damals reagiert, würden zumindest 3 der 4 getöteten Jungen heute noch leben können. Bartsch entdeckt die Zauberkunst. Er wird Mitglied des magischen Zirkels Essen. Unter dem Künstlernamen Bellini tritt er bei öffentlichen Veranstaltungen auf. Er verschluckt Rasierklingen, die er an einer Schnur wieder aus der Kehle zieht, und zeigt Billard- und Kartentricks. Ich denke, es passte zu seinem Persönlichkeitsbild, dass er gern ein bisschen, in diesem Falle völlig harmlose Macht über einen anderen Menschen hatte, dass er dessen Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte und dass er dafür auch ein bisschen Anerkennung und Akzeptanz erfuhr. Also es war so ein bisschen, ich will den anderen noch mal an mich binden, so ein bisschen keimhaft dieses Omnipotenzbedürfnis, was er gegenüber seinen Opfern gezeigt hat. 3 Jahre lang arbeitet Bartsch unauffällig in der Metzgerei seiner Eltern. Zwar spricht er in dieser Zeit nach Feierabend fast 100 Jungen an, aber keinen kann er überreden, mitzugehen. Seine Chancen auf neue Mordtaten steigen, als er 18 wird. Er darf den Führerschein machen und den Firmenwagen benutzen. Schlagartig weitet sich nun sein Aktionsradius aus. Und es gibt ein ideales Transportmittel für die Opfer. Hatte er stets bei sich, wenn er losging, um Kinder zu finden, sehr reißfeste Kordel, die in der Metzgerei verwandt wurde. Sehr eine dünne, sehr reißfeste Schnur. Er hatte in der Anfangsphase ständig bei sich Rasierklingen, um zu schneiden. Und er hatte auch immer Streichhölzer und eine Kerze bei sich, um die Höhle auszulöschen. Ich war jede Woche an sich auf Tour. In Essen, in Velbert, in Neviges, Kassel-Brauxel, überall in Bochum, in der Gegend, überall rumgefahren. Also praktisch in dieser engeren Ruhrgebietsgegend und Bergisches Land. Ne? Bin ich zu Kirmes gefahren, nach Velbert. Ja, mit Autos runtergefahren. Der Junge, der stand dann da, gefragt, ob er mitfahren will. Ja, wollte mitfahren. Sind bestimmt eine Stunde sind wir bestimmt auf dem Kirmesplatz da rumgegangen. Sind überall gewesen, Geisterbahn. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitfahren wollte. Ich hätte noch irgendwo was abzugeben oder was. Irgendwas habe ich ihm erzählt. Da könnte er Geld für kriegen. Der Junge war... hat sich ein ganz besonders lieber und netter Junge, weil er wollte gar kein Geld haben. Er sagte, nein, sie haben schon so viel für mich bezahlt, ich will kein Geld von ihnen haben. Ist aber trotzdem mitgefahren. Bin dann wieder mit ihm in Richtung Velbert zurückgefahren, hab dann auf dem Feldweg irgendwo angehalten. Das meinte ich, was diese Kinder für eigentlich von Umständen her für einen scheiß Pech gehabt haben, das ist nicht zu fassen. Wenn die Tür vom scheiß Volkswagen nicht falsch rum eingesetzt, das Schloss, wenn das nicht falsch rum eingesetzt gewesen wäre, er hätte die Tür, hätte den Griff nach oben drehen müssen, da konnte er nicht wissen. Nicht? Da war es natürlich aus, da hatte ich ihn gehabt. Der wusste genau, was ihm blühte. Ja. Dann
ausgezogen und gefesselt. Und naja. Dann habe ich dann einen Hammer genommen von hinten. So einen schweren Hammer und dann habe ich ihn dann auf den Kopf geschlagen. Bin ich mit ihm nach Langenberg gefahren, vor die Höhle. Habe ich den Jungen da reingebracht. Ja. Bin da reingebracht und ich war so fertig, ich war selber so fertig. Ich habe gar überhaupt nichts, jedenfalls nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte. Einfach da liegen lassen. Das Schlimme ist ja, wissen Sie, das hat uns also auch fürchterlich entsetzt, dass er diese Kinder, Grassmann beispielsweise, nachdem er sie über Stunden hinweg gequält hat, in dieser dunklen Höhle gefesselt, viehisch zusammengebunden, zurückgelassen hatte, um nach Hause zu gehen und zu Abend zu essen, mit den Eltern Fernsehen zu gucken und dann irgendwann in der Nacht wiederzukommen und die Taten dann zu vollenden. Man stellt sich die Qualen dieser Kinder vor, die da über Stunden hinweg dann in dieser Höhle in diesem Zustand haben liegen müssen. Polizeifotos zeigen die wechselnden Aufmachungen, in denen Bartsch in der Nacht zu seinen Opfern zurückkehrte. Niemand hat ihn jemals dabei gesehen. Das äußerst pervertierte, krankhafte, erotische hatte mehr mit dem Quälen zu tun als mit dem Sexuellen. An einer Stelle beschreibt er das Schneiden vom Fleisch als eine Art Dauerorgasmus. Das ist derart krankhaft, dass es den meisten Menschen schier unvorstellbar war. Ende November 67 beginnt der Bartsch-Prozess vor der Jugendkammer des Wuppertaler Landgerichts. Mit welchen Gefühlen kommen Sie, Herr Bartsch? Ganze 7 Prozesstage sind angesetzt. Der Fall soll schnell abgeschlossen werden. Bartsch ist vollgeständig. Das macht die Beweisaufnahme einfach. Die Eltern werden nur kurz befragt. Der Vater gilt dem Gericht als Mann von echtem Schrot und Korn. Die Mutter wird vom Vorsitzenden beglückwünscht, eine kinderliebe Frau zu sein. Die Ereignisse im Internat bleiben unbeachtet. Die Psychiater kommen in ihren Gutachten zum selben Ergebnis. Bartsch hätte seinen Trieb unter Kontrolle gehabt, hätte ihn auch während der Tat jederzeit steuern können. Der Verteidiger verzichtet auf sein Plädoyer. Die Anklage hält ihn für voll schuldfähig und beantragt die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht, obwohl er zum Zeitpunkt der ersten Tat erst 15 war. Der Richter folgt dem Staatsanwalt und verurteilt Jürgen Bartsch zu 5-mal lebenslänglich Zuchthaus. Bartsch wird ins Zuchthaus Wuppertal eingeliefert. Der Vollzug der 60er Jahre basiert noch auf dem Abschreckungsprinzip. Die Gesellschaft befreit sich vom Verbrecher, schließt ihn für immer weg. Die Haftbedingungen sind hart. Die Verurteilten werden lediglich verwahrt. Bartsch wechselt häufig die Gefängnisse, doch eins ändert sich dabei nie. Er lebt, wie schon die vielen Jahre zuvor, abgeschirmt und isoliert. Und er quält sich Tag und Nacht mit seinen mörderischen Fantasien. Seine Adoptiveltern lassen ihn nicht im Stich. Regelmäßig besuchen sie ihn im Gefängnis. Ich verstehe mich mit meinen Eltern seit den 4 Jahren, wo ich da nun sitze, so gut wie noch nie. Vielleicht heute wieder der liebe Junge, der ich mit 9 und 10 Jahren war, das mag sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwann mal von meinen Eltern getrennt zu sein. Ich kann mir übrigens niemand nicht vorstellen, dass meine Eltern irgendwann mal sterben werden. Das ist für mich ein völlig unerträglicher Gedanke, will ich ehrlich sagen. Wenn ich hier meine Eltern zu Besuch habe, ja, freue ich mich, dass meine Eltern eine Viertelstunde da sind. Freue ich mich. Auf der anderen Seite reicht mir diese Viertelstunde aber durchaus. Bartsch führt eine umfangreiche Korrespondenz mit den Eltern, mit Polizisten und mit seinem engen Brieffreund Paul Moore,
der die Briefe später als Buch veröffentlicht. Bis in kleinste Details schreibt er seine Lebensgeschichte auf und schildert seine Ängste und Nöte im Strafvollzug. Wenn man seine Selbstzeugnisse liest und merkt, dass er wirklich gelitten hat, das war kein Theater, denke ich, sondern es waren echte Bekenntnisse eines unglücklichen Menschen, der unter sich selbst unglaublich litt. Aus dem Gefängnis betreibt Bartsch mit Hilfe des Strafverteidigers Bossi die Revision. Der Bundesgerichtshof gibt dem Antrag statt. Begründung: Das Gericht habe im ersten Prozess einen Sexualwissenschaftler als Gutachter abgelehnt und damit nicht alles getan, um die volle Wahrheit herauszufinden. 1971 beginnt der zweite Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht. Das Klima ist nun freier, man nimmt sich mehr Zeit und man benennt Junge als liberal geltende Psychiater und Analytiker zu Gutachtern. Nunmehr, und das ist in der deutschen Justizgeschichte einmalig, hat ein Aufgebot an Sachverständigen und Wissenschaftlern stattgefunden mit 12 Hauptgutachtern und 24 Nebengutachtern. Wir hatten also 36 Wissenschaftler, die dieses Phänomen erforscht und ausgewertet haben. Die Gutachter untersuchen nun jedes Detail der Lebensgeschichte. Der lange Krankenhausaufenthalt des Säuglings, die Kaltherzigkeit der Eltern, die Brutalität in Marienhausen spielen nun eine große Rolle. Und auch die Frage, ob Bartsch seinem Trieb ausgeliefert war oder ob er ihn steuern konnte, wird nun anders beurteilt. Er gilt als Getriebener und wird als vermindert schuldfähig eingestuft. Außerdem wird nun Jugendstrafrecht angewendet. 10 Jahre Vollzug, dann Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt. Ende November 1972 wird Bartsch vorzeitig vom Gefängnis in das psychiatrische Landeskrankenhaus Eichelborn bei Soest verlegt. Da die Gutachter ihn als krank eingestuft haben, hofft Bartsch hier auf Ärzte, die ihn behandeln und möglicherweise heilen. Er will von seinen Mordfantasien befreit werden, glaubt an einen Neuanfang. Und da kommt jetzt ein Bartsch rein. Mein Gott, natürlich hat man gesagt, ein toller Fall. Und dann hat sich den jeder Therapeut mal angeschaut. Aber geschehen ist gar nicht. Da fehlte es auch an qualifizierten Kräften. Das war ein Landeskrankenhaus, wie es halt für den Alltagsbedarf ausgestattet war. Aber für einen Fall Bartsch nie geeignet war. Bartsch verbringt die ersten Wochen in der Einzelzelle. Er erhält die üblichen Medikamente, die ihn ruhig stellen. Er führt ein äußerst reduziertes Leben. Die allgemeine Meinung der Fachleute war, dass die einzige Möglichkeit einer wirkungsvollen Behandlung wäre eine wirklich gründliche, langdauernde Psychoanalyse. Und das würde bedeuten 4 bis 5 Sitzungen pro Woche über Jahre hinaus. Es gibt keinen Psychoanalytiker in Deutschland, der diesen großen Aufwand auf sich nehmen will und der bereit ist, das hohe Risiko des Scheiterns zu tragen. Jürgen Bartsch gerät in eine ausweglose Lage. Einige Ärzte raten ihm zu einer Gehirnoperation, bei der Teile des Triebzentrums ausgeschaltet werden. Bartsch lässt sich untersuchen, doch die Gutachter lehnen ab. Sadistisch-pädophile Triebtäter ließen sich auf diese Weise nicht völlig unschädlich machen. Jetzt bleibt nur noch ein Ausweg: die Kastration. Die Anstalt in Eichelborn hatte den Ruf, wie ein Psychiater es mir persönlich ausdrückte, sehr kastrierfreudig zu sein.
Und unmittelbar nach seiner Ankunft an Aggerborn wurde er unter massiven Druck gesetzt, den Antrag zu stellen, um sich kastrieren zu lassen. Bartsch hatte das erste Mal verweigert und nun kommt der zweite Anlauf. Und jetzt entschließt er sich zur Kastration in der Meinung, im Wunschtraum, in der Hoffnung, er könne damit vielleicht doch eine Chance auf ein Leben in Freiheit erlangen. Die Kastration findet am 28. April 76 in diesem OP in Eichelborn statt. 5 Minuten nach der Hodenamputation bricht Bartschs Kreislauf zusammen. Vergeblich bemühen sich der Chirurg und ein Pfleger um Reanimation. Die Obduktion ergibt, dass Bartsch die 13-fache Überdosis des Narkosemittels Halothan erhalten hat. Der Pfleger hatte aus Unkenntnis den falschen Verdampfer benutzt. Jürgen Bartsch, erst Täter, jetzt Opfer. Für mich habe ich eine Lehre daraus gezogen, dass man dennoch nicht vorschnell hingehen kann und sagen, das ist eine Bestie, die müssen wir jetzt vernichten. Sondern auch vielleicht darüber nachdenkt, ob nicht das unmittelbare familiäre Umfeld oft, aber auch die Gesellschaft, der gesellschaftliche Rahmen, auch die Bedingungen mit dazu beitragen, dass solche Typen herangezüchtet werden und zuschlagen können. Wir sind ja in unserer schnellen Urteils- und Verurteilungsbereitschaft sehr leicht dabei, so jemanden als Monster zu charakterisieren, nicht? Aber das vermeintliche Monster ist irgendwo auch immer noch ein Mensch. Heute liegt Jürgen Bartsch im Familiengrab, ohne Namen und Lebensdaten.